Ja, ich begrüße herzlich den Daniel, den wir ja wohl auch, vermutlich jemand, der auch schon auf der Phosphogy oder Phoskis war, auch schon kennen, vom Sehen zumindest. Und ja, dann viel Spaß mit dem Vortrag. Ja, danke schön. Normalerweise spreche ich auf Englisch meistens, nur ganz selten die Chance auf Deutsch, deswegen fehlen mir manchmal die Worte, also die Fachbegriffe. Ich hoffe, das klappt heute einigermaßen. Also ich rede über ein Projekt, das nennt sich PG-Routing, mit dem man Routing in der Datenbank machen kann, aber auch mehr mittlerweile. Das PG-Routing-Projekt ist eine Erweiterung, ist ähnlich wie PostGIS, ist eine Erweiterung von PostgreSQL, eine Extension, und ist nicht besonders groß, und die Community ist auch nicht so groß, aber der Anwendungsbereich ist natürlich auch kleiner als PostGIS. Und es gibt ab und zu Ideen, PG-Routing und PostGIS zusammenzuführen. Ob das mal was wird, weiß ich nicht genau. Also ich weiß auch nicht, ob ich das will. Es ist auf jeden Fall ein Open-Source-Projekt, ist klar. Also wie PostGIS eben auch. GPL-Lizenz. Und ganz wichtig, es ist keine Anwendung. Es ist nicht Google Maps API oder so, sondern es ist eine Bibliothek. Und die Anwendung, die muss man damit erstmal selber schreiben. Es ist auch nicht OSRM, wo dann so ein Client oder sowas gleich mitgeliefert wird, oder ein Graphhopper oder OSM2PO, sondern es ist eine Bibliothek, die hat verschiedene Funktionen, wie in PostGIS auch, aber alle mit dem Bezug zu Netzwerk. Und zwar, es hat angefangen mit Shortest Path Algorithmen, da gibt es eine ganze Menge, Dijkstra, A*STAR, One-to-Many Shortest Path, All-Pair Shortest Path, alternative Routen, das heißt K-Shortest Path, und es gibt auch TRSP, der abbiegige Beziehungen unterstützt. Und dann gibt es noch eine Funktion für den Traveling Salesperson-Fall und die Ermittlung von Einzugsbereichen, das nennt sich Driving Distance-Funktion. Und seit neuestem, so mein persönliches Hobby, sind Vehicle Route Problem Solver, also VRP, und Tourenplanung, also Optimierung. Wer Source Code gerne liest und oder wer da irgendwie mitentwickeln will, ist herzlich eingeladen. Der Source Code ist auf GitHub unter github.pgrouting.com, und es gibt eine Mailinglist, wie bei vielen anderen Projekten auch. Es gibt auch einen Workshop, wo man das lernen kann, wie es funktioniert. So, und was bedeutet Routing in der Datenbank? In der Datenbank, also mit PostgreSQL, ich weiß nicht, wer PostgreSQL hier verwendet, wahrscheinlich viele. Und wenn man PG-Routing verwenden will und es installiert hat, es funktioniert auf Linux, aber auch auf Windows und auf Mac, dann erstellt man zuerst eine Datenbank, Create Database Routing, und kann dann, nachdem man PostGIS als Extension installiert hat, kann man dann auch PG-Routing als Extension installieren. Das geht relativ schnell. Und eine typische Abfrage sieht dann so aus. Also man selektiert und von einer Funktion, die heißt in dem Fall PGR Dijkstra, und dieser PGR Dijkstra Funktion, die hat 1, 2, 3, 4, 5 Argumente. Das erste Argument ist ein Textargument, das ist ein SQL-Statement. Und das zweite und das dritte sind der Startknoten und der Endknoten im Netzwerk. Und dann gibt es noch zwei Boolean-Values, die können sagen, ob das Netzwerk directed oder non-directed ist, und ob es mit Reverse Cost funktioniert oder nicht. Und das Interessante dabei ist dieser erste Argument, dieses Select Statement. Da ist man frei, wie man das macht. Also man kann da alles Mögliche, where und join, und da kann man alles Mögliche berechnen da drin. Das Einzige, was wichtig ist, es muss 4 Werte, also bei Dijkstra muss es 4 Attribute zurückliefern, 4 Spalten. Das erste ist die ID, das zweite ist Source, und das dritte ist Target, und dann die Kostenspalte. Und das ist eigentlich das Schöne an PG-Routing, dass man diese Funktion so schreiben kann, wie es in dem jeweiligen Anwendungsfall notwendig ist.
Und als Ergebnis bekommt man dann sowas zurück. Das erste ist eine Sequence, also damit man das nachher auch wieder sortieren kann, falls man es durcheinander bringt. Dann die Node-IDs, dann die Edge-IDs und danach die Kosten. Und die Kosten sind das, was man als Kosten definiert. Im einfachsten Fall ist es zum Beispiel die Länge der Geometrie, aber es könnte die Zeit sein oder wenn man die schönste Strecke finden will, dann vielleicht kann man ja irgendwie definieren, was schön ist in seinem Netzwerk. Also man versucht immer, die Kosten zu minimieren. Und dieses Ergebnis, das kann man nicht auf einer Karte darstellen, aber man kann dieses Ergebnis, wie mit einer SQL-Query, dann wieder mit seiner originalen Tabelle verbinden und dann mit den Geometrien zusammen ausgeben. So, ist natürlich nicht alles toll mit PG-Routing, also es gibt auch Nachteile, sonst würde es ja jeder verwenden. Und zwar, PG-Routing ist sehr variabel, also man kann es für alle möglichen Fälle verwenden, nicht nur für Straßennetze, auch für Wassernetze, für Stromnetze, für alles, was irgendwie ein Netzwerk ist, vielleicht auch für einen Stammbaum und was auch immer. Aber es wird fast nichts vorberechnet. Das Einzige, was vorberechnet wird, ist die Netzwerktopologie. Aber es wird nichts berechnet, es wird nichts irgendwie in den Speicher geladen, sondern mit jeder Abfrage, die man macht, wird der Graph, der Routing-Graph, erzeugt. Und da gibt es eine klare Korrelation zwischen Größe des Netzwerks, das man selektiert, und Geschwindigkeit, in der das Ergebnis auf dem Bildschirm erscheint. Moment. Was man aber machen kann, was man mit Google Routing nicht kann, man kann zum Beispiel, wenn man OpenStreetMap Nutzer ist, dann hat man vielleicht auch diese Trampelpfade oder so im Netz, dann kann man da auch routen und man kann dann auch andere Verkehrsmittel als Autos oder LKWs oder Fahrräder kann man da berücksichtigen. Man kann auch Routing zum Beispiel für Wanderwege machen, wo vielleicht die Kosten dann die Steigung ist oder der Untergrund, ob das felsig ist oder Asphalt. Und das Besondere sind eben diese variablen Kosten. Man kann alles, man versucht immer die Kosten zu minimieren und man kann eigentlich selber, man kann die Kosten auch aus verschiedenen Faktoren berechnen. Also Kosten könnten Zeit sein, Kosten könnten der Verbrauch sein, der Benzinverbrauch oder die Länge. Also man ist da sehr, sehr frei. Man kann auch zum Beispiel die Kosten so definieren, wenn man Reverse Cost berücksichtigt, dass es zum Beispiel in die eine Richtung sind die Kosten geringer, weil es runtergeht mit dem Fahrrad und wenn man nach oben fährt, dann braucht man viermal so lang. Und dann, weil eben nichts vorberechnet wird, man könnte die Daten, zum Beispiel hat die Daten in der Datenbank und könnte die überlagern zum Beispiel mit den Wetterdaten oder den aktuellen Straßenverhältnissen und wenn sich die ändern, die Straße kann vielleicht sehr, sehr einfach zu passieren sein, wenn sie trocken ist, aber wenn es regnet, dann ist es matschig und dann kommt man vielleicht mit einem LKW oder ja, mit so einem Fahrzeug nicht mehr so leicht hoch. Also wird nichts vorberechnet und es ändert, also jede Änderung in der Datenbank wirkt sich sofort auf das Routing-Ergebnis aus. Und dann kann man, was dann auch eine tolle Funktion von PostgreSQL ist, man kann eigene Funktionen schreiben. Also die PG-Routing-Funktionen sind, wir nennen sie so Core-Functions. Die sind vielleicht nicht so komfortabel, aber sie konzentrieren sich auf das Wesentliche. Und man könnte dann zum Beispiel eine eigene Funktion schreiben, die jetzt nicht so ein kompliziertes SQL-Statement als Argument hat, sondern den Tabellenname, Start XY-Werte und End XY-Werte und diese ganze Umrechenarbeit funktioniert dann in der Funktion und als Ergebnis bekommt man dann zum Beispiel die Route mit Geometrie. So, und das ist zum Beispiel ein Beispiel, das ist jetzt nicht Shortest Path Query, das ist Einzugsbereichsberechnung, aber gar nicht diese einfache Funktion, sondern wir haben einfach in dem Fall wurden alle Distanzen von einem Startpunkt berechnet als Punkte und dann mit Buffern und ganz verschiedenen Sachen wurde versucht, möglichst genaue Karte zu erstellen, wo man in wie vielen Minuten zu Fuß oder mit dem Fahrrad hinkommen kann.
Oder das war jetzt ein anderes Beispiel, das wäre eigentlich das ist die Möglichkeit direkt mit einer PG-Routing-Funktion kann man ein relativ grobes Polygon erstellen. Das sind jetzt 3 Polygone. Wenn ich nachher Zeit habe, kann ich es auch als Demo nochmal zeigen. Und in dem Fall habe ich für den Kunden eben so eine Spezialfunktion geschrieben, in denen er als ersten Parameter einen Punkt eingibt, dann den Tabellennamen, dann 3 Distanzen und dann die Einheit, also Meter. Das war in Amerika und die wollten eben auch Meilen haben. So, und das Problem mit PG-Routing ist ein bisschen, dass man immer mit OSRM, Google Maps API und so, dann heißt immer, ich will einen Webservice machen, Routing-Webservice, aber man kann eigentlich keinen Routing-Webservice für die Massen machen, weil man ja nicht vorberechnet. Das ist ja eher so ein Netzwerk-Analyse-Tool. Es kommen immer Anfragen und deswegen sind wir jetzt ein bisschen von diesem Routing weggekommen zu Tourenplanungen und Optimierung. Im Rahmen von Google Summer of Code wurde die Funktion entwickelt und die hat 3 Parameter als Argumente. Das erste sind Aufträge, also Orderpunkte. Das zweite sind die Fahrzeuge, die man von der Datenbank selektiert. Und das dritte sind Distanzmatrix. Und die Distanzmatrix kann man so berechnen, wie man möchte. Und in meinem Fall zum Beispiel berechne ich die mit OSRM, weil es super schnell geht. Aber wer es nicht so genau braucht, der kann auch einfach die Luftlinie nehmen oder kann es vorberechnen oder alles schnell. Da vielleicht ist die Distanzmatrix ja schon irgendwo gespeichert. Und ich versuche nachher noch eine Demo zu zeigen und was da, die zeige ich einfach nachher mal. Als Ergebnis dargestellt bekommt man dann eben aus einer bestimmten Anzahl von Aufträgen und einer bestimmten Anzahl von Fahrzeugen die bestmögliche die bestmögliche Tour angezeigt für alle. So, gucken wir mal. So. Ich habe da so eine Beispielapplikation gemacht, um die Ergebnisse von dem Studenten ein bisschen grafisch darzustellen. Und habe versucht, das ungefähr so zu machen, wie die Tabelle auszusehen hätte. Also zum Beispiel, hier ist das Beispiel, Taten. Das sind eine Zahl von Fahrzeugen, die eine gewisse Kapazität haben. Und dann funktioniert diese Funktion mit einem Depot. Und dieses Depot, das hat eine bestimmte Öffnungszeit, also von Minute 0 bis Minute 465. Und in der Zeit muss alles passieren. Also die Fahrzeuge können nur in dieser Zeit unterwegs sein. Und es hat einen Startpunkt, zu dem alle Fahrzeuge am Ende wieder zurückkommen. Und dann hat man eine Liste von Punkten, die auch wieder bestimmte Einschränkungen oder so Constraints haben können. Zum Beispiel muss der Punkt morgens zwischen 10 Uhr und 12 Uhr besucht werden. Und dieser Punkt hat eine bestimmte Service-Time von 20 Minuten. Also das kann man da definieren. Und dann ist irgendwo unten hier ein Moment. Dann startet man diesen. Wo ist die Maus? Ah, hier. So. So. Und in dem Fall werden jetzt 1122 Distanzen berechnet. Alle Möglichkeiten. Das würde mit PG-Routing ziemlich lange dauern, deswegen nehmen wir da OSRM. Und das dauert gerade mal eine Sekunde. Und dann kommt eine Ausgabe, welches Fahrzeug Aufträge zugeteilt bekommen hat. Und man kann sich dann am Ende. So, Moment. Kann man sich den Fahrplan. Das wäre so der die Rohausgabe, zu welcher Minute das Fahrzeug an welcher ID vorbeikommen muss. Das kann man natürlich schöner machen. So.
So. Und gerade vor dem seit einem halben Jahr haben wir ein bisschen komplizierteren Algorithmus implementiert zum Müllsammeln. Und beim Müllsammeln ist es so, da gab es erstens nicht nur ein Depot, sondern mehrere Depots. Das wird gerade implementiert für Uruguay. Es gibt also einen Startpunkt, wo die Fahrzeuge starten und dann laden sie Container ein in Montevideo. Und wenn sie voll sind, dann fahren sie zum Disposal, also zum Müllberg oder Müllverbrennungsanlage, und dann gehen sie weiter sammeln, und am Ende des Tages sollen sie dann wieder zurück ins Depot. Und das war ein bisschen komplizierterer Fall. Es gab erstens die Deponien zum Entleeren der Fahrzeuge, dann verschiedene Fahrzeugtypen. Die konnten nicht alles laden zum Beispiel, oder verschiedene Volumen hatten die nur. Dann mussten unterschiedliche Arten von Abfall berücksichtigt werden. Dann ist es so, dass diese Müllwagen normalerweise keine U-Turns machen können auf der Straße. Die können nicht einfach reinfahren und dann die gleiche Richtung wieder raus. Und sie müssten zum Teil auf der richtigen Straßenseite stehen, weil sie nur von einer Seite beladen konnten. Und andere spezielle Anforderungen. Scheinbar in Montevideo kam es öfter vor, dass Container vergessen wurden. Die wurden dann halt nachher nochmal nachversorgt. Das ist jetzt mittlerweile fertig, aber da war nicht viel Budget da muss man noch ein bisschen aufräumen danach. Also das war so eine Kollaboration, und wir haben nur diesen Algorithmus entwickelt, und ich weiß nicht genau, wie das Ergebnis nachher aussehen wird. Die sind noch dabei, das zu implementieren. Genau. Und auch in dem Fall benutzen wir für die Distanzmatrix, also wir benutzen OpenStreetMap-Daten für Straßennetz und OSRM, um die Distanzmatrix zu berechnen. Und dann nimmt PG-Routing auch noch an Google Summer of Code teil, eigentlich fast jedes Jahr. Und deswegen gibt es ein paar interessante Entwicklungen, die aber in GitHub schlummern und noch nicht veröffentlicht wurden, weil da immer noch ein bisschen Arbeit dahinter steckt. Man muss es aufräumen und testen und Dokumentation fertig machen, weil die Studenten meistens nach Google Summer of Code woanders verschwinden. Und dann gibt es so Anfänge für multimodales Routing, für zeitabhängigen Shortest Path. Also wenn sich das Netzwerk während der Fahrt ändert, zum Beispiel wenn man losfährt, ist die Straße noch frei, und wenn man an dem jeweiligen Punkt ankommt, ist sie gesperrt. Dann Graphenpartitionierung oder einiges mehr. Und es gibt relativ viele Sachen, Ideen, die wir haben, aber da braucht man Sponsoren. Also wenn jemand gerne etwas implementiert haben möchte, dann soll er sich doch bitte melden. Und zwar bei der Mailingliste oder bei mir. Kann eine E-Mail schreiben. Und wenn jetzt jemand ausprobieren möchte, PG-Routing, und heute nicht in dem Workshop ist, da gibt es hier workshop.pgrouting.org, so ein Einführungskurs, wo man lernt, wie man mit den Daten, mit den OpenStreetMap-Daten, nachher so eine kleine Mini-Applikation erstellen kann, mit OpenLayers 3. Da lernt man von allem ein bisschen was. Gibt es denn jemanden, der schon PG-Routing verwendet? Funktioniert es? Ja, also es kommen nicht so viele Fragen, deswegen, also auf den Mailinglisten kommen nicht so viele Fragen, deswegen entweder es verwendet keiner oder es funktioniert einfach. Also es ist ein relativ altes Projekt und hat nicht so wahnsinnig viele neue Releases, deswegen gehe ich mal davon aus, dass es relativ stabil ist. Ja. Ich glaube, Fragezeit, ne? Ungefähr. Hat denn jemand eine Frage? Ja, also dann vielen Dank für den Vortrag. Und genau, gibt es Fragen? Du hast gezeigt, wie es funktioniert mit einer String. Also als String gibt man so einen SQL-Ausdruck. Was passiert dann unter der Haube? Wird dann dieses Netzwerk in den Hauptspeicher geladen als Graph und wird dann über diesen Graph geroutet? Oder
Wie funktioniert, wie kann man das vorstellen? Das also, das ist, glaube ich, wie bei Moment, Post. Ja. Ich werfe einfach beide Fragen und dann gebe ich ein Mikrofon weg. Also, einmal erstmal die Frage: Also, wie funktioniert das unter der Haube? Wird es alles in den Hauptspeicher geladen? Kann ich, also wie groß dürfen die Graphen sein? Kann ich für 100.000, kann 1 Million Punkten, also ein Graph mit 1 Million Nodes, kann ich da routen? Und eine zweite Frage, wie sieht es mit Constraints, dass ich dann zum Beispiel nicht mit jedem Zug auf jeder Strecke fahren kann und ECM braucht dann gewisse Strecken und Neigungsdeck und was auch immer. Was gibt es da so Richtung Constraints? Also ich denke, es funktioniert... Also es funktioniert bei vielen, bei manchen ein bisschen anders, aber bei diesen Dijkstra oder A*STAR-Funktionen, die funktionieren ein bisschen so wie andere PostGIS auch. Und zwar die Algorithmen sind in C, C++ implementiert und in unserem Fall benutzen die Boost-Library und Boost hat so einen Dijkstra-Algorithmus, stellt ihn zur Verfügung und es wird eigentlich dieser, ja, es werden die Daten aus der Datenbank selektiert. Das macht die Datenbank. Also ja, es wird nicht irgendwo. Man kann es nicht beeinflussen. Also man kann nicht entscheiden, wo es gespeichert wird. Und dann wird es eben weitergegeben an C, also an die in C geschriebene Funktion und das Ergebnis wird dann wieder mit SQL eventuell noch ein bisschen aufgearbeitet. Und mit der wie lange es dauert mit 1 Million oder 500.000 Einträgen in der Datenbank von einem Streckennetz. Es kann, also ich würde mal sagen, aus Erfahrungswerte, so von 100.000, 200.000, 300.000 Streckenabschnitte hat man normalerweise eine Antwortzeit von unter einer Sekunde. Und es nimmt aber dann schon stark zu. Also wenn man Zeit hat, dann kann man auch größere, von was weiß ich, Barcelona nach Berlin Routing machen. Man kann aber mit SQL kann man ja nur bestimmte Teilbereiche ausschneiden. Also wenn man hat zwar das gesamte Straßennetz gespeichert, also zum Beispiel ganz Europa hat man in der Datenbank, aber wenn man nur kleine Distanzen routen will, dann macht man so eine Bounding-Box-Abfrage und selektiert nur den Teil, der ihn interessiert. Und dann ist die Geschwindigkeit auch wieder schnell. Also was man speichert in der Datenbank, ist nicht das, was man später für die Routing-Abfrage selektieren muss. Und bei diesem Selektieren kann man alles Mögliche machen. Man kann die Kosten, also man kann zum Beispiel sagen, alle Straßen, die breiter als 3,50 Meter sind, werden selektiert und alles andere wird weggelassen. Oder da kann man, was man in diesem ersten Argument selektiert, das wird fürs Routing verwendet. Und in diesem Select kann man machen, was man möchte, letztlich. Deswegen, wenn man spezielle Anforderungen hat und sagt, man möchte jetzt die und die Straßen nicht verwenden oder mit höheren Kosten, mit höhere Kosten aufschlagen, dann kann man das machen. Ich habe eine Frage zum VRP, also eigentlich auch zwei Fragen. Und zwar, was sind das für Heuristiken, die da zum Einsatz kommen? Ist das so Tabu-Search oder... Und die zweite Frage wäre zu den Constraints auf dem VRP. Gibt es auch so Bestrebungen oder gibt es vielleicht schon so ein periodisches VRP, einen Löser dafür? Vielleicht auch für ein periodisches, bin ich schwer zu verstehen. Ja. Gibt es dann auch schon Bestrebungen für einen Löser für ein periodisches VRP oder vielleicht sogar ein periodisches VRP mit Time Window und so weiter? Ich weiß leider nicht, was ein periodisches VRP ist, aber. Also wenn Kunden beispielsweise alle 5 Tage angefahren werden oder so, aber gleichzeitig auch vielleicht noch ein Time Window haben. Man hat bestimmte Parameter, die man setzen kann. Man könnte jetzt versuchen, das dann, manchmal kann man mit Tricks das irgendwie so hinbiegen, aber es wurde nicht mit so ein VRP implementiert. Das ist also mit Time Windows und Service Time und Opening und Closing Time von dem Depot. Das ist dieser einfache und bei dem wurde Tabu Search verwendet. Und bei dem in Uruguay weiß ich jetzt auch nicht genau, das ist ein bisschen, das war ziemlich kompliziert und ich weiß jetzt nicht genau, wie es am Ende gemacht wurde. Also da war die Diskussion mit Tabu Search,
Aber ich weiß nicht, ob das jetzt wirklich so gemacht wurde. Ja, so die Zeit ist blöderweise vorbei, aber ich würde sagen, wenn noch weitere Fragen sind, du bist ja wahrscheinlich noch ansprechbar heute, deswegen...